Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Enki mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Und wir wachen jetzt im zweiten Sommertag. Ja, Geld haben wir leider nicht wirklich. Wie sieht's dann morgen aus? Blitz und Donner kommt meine Jacke, wieder erleid. Im wahrsten Sinne, ne? Okay, wir machen das nochmal fertig. Brief haben wir auch noch gekriegt. Servus Ackermann, es freut uns hier mitteilen zu können, dass dein Hof nächste Woche in der Owacht-Kolumne von der Sternetal-Tower Umschau vorgestellt wird. Herzlichen Glückwunsch, wir sind von deinem schnellen Fortschritt sehr beeindruckt. Sternetautaler Umschau. Ja, aufgepasst ist, auf Pelzig einfach nur Owacht. Ach Gott, Jay. Okay, hier tut sich ja offensichtlich schon was auf unserem Melonefeld und auf unsere aller anderen Felder, aber naja, dort drüber nicht. Ja, jetzt sieht es erstmal etwas doof aus, weil wir haben keine Einnahme mehr. Deswegen ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wir die Hinkle schon da haben. Aber die Hinkle müssen ja auch erstmal auswachsen, ne? Das heißt, jetzt sieht es etwas schlecht aus mit unserer Einnahme. Und bis wieder was reinkommt, tja, ist auch nicht so gut. Dann gehen wir halt vielleicht mal auf große Sammeltour. Wir brauchen nämlich auch noch Sammelpflanze für das Sommer. Damit wir das im Gemeindezentrum hier bringen können. Sodala. Okay, so. Gieß kann voll machen. Kupfer wieder hochbringen. Jo. Wenn wir dann schon da sind, dann können wir ja schon mal zu unserem schönen Hund gehen, der hier so lustig bellt. Wasser braucht er im Sommer mehr denn je. Gelleverwurst. So. Und wie sieht es dann hier im Hinkelstall aus? Immer noch Küke? Ja, die mögen uns aber. Ja, die sieht ganz in Ordnung aus und die Gertrud genauso. Alle Hopf. So, dann kriegt ihr nochmal nachgeleckt. Aber immer scheiß alte Esser. Netz neue erst. Gut, da sieht es auch gut aus. Das ist ja unglaublich fix hier fertig. Ah, okay. Dann sind wir hier an unserer Grenze gekommen. Ach, was die Kohle angeht und Eisenerz haben wir sowieso nicht mehr. Wisst was? Wisst was? Können wir genauso gut auch den Quarz verhütten. So. Gute Sache. Alle hopp. So. Auf jeden Fall nochmal die Felder wässern. Und wenn die Felder fertig sind, dann können wir als nächstes wirklich mal eine große Sammeltour machen. So, was ich auch noch gebrauchen könnte, wäre, wenn ich beim Pierre vorbeigucke, einfach mal ein bisschen was für Abby. Dass sie auch noch was kriegt. Ja, laut der Umfrage, die ich bei den Videos gestellt habe, ist es tatsächlich wohl so, dass die meisten Leute sagen, sie würden ganz gern Abigail sehen. Also da habe ich jetzt schon wirklich viel Resonanz gekriegt. Zumindest von meinen Verhältnissen viel Resonanz. Das heißt in meinem Fall drei Leute, die abgestimmt haben. Für mich ist das schon recht viel. So, da la. Und dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich die gute Abigail hier im Spiel frohe werde, ob sie denn meine Frau wäre will. So, da la. In meinem Probespielstand bin ich auch tatsächlich schon mit ihr verheiratet. Möglicherweise ändert Desio auch schon euer Meinung zu dem Ganzen. Ob ich wirklich Abigail Eheliches soll oder nicht. Es liegt nach wie vor an euch. Die Umfrage haben bisher so ausgesehen, als wolltet ihr wirklich Abigail hier im Let's Play sehen als meine Partnerin. Aber jetzt frage ich halt, weil ich schon in meinem anderen Spielstand Abby als Frau schon hab. Okay, zwei. Das reicht. Ja, ob die Meinung fest bleibt. Wollt ihr wirklich Abigail als meine Frau sehen hier im Let's Play? Ja oder nee? Gut. Dann, wir haben leider zu wenig Kohle, um hier nochmal wirklich Saat kaufen zu gehen. Das ist etwas schade. Deswegen müssen wir uns wohl mit Aufträgen jetzt mit solcher Söldnerarbeit rumschlachen. Und es sieht so aus, ein Thunfisch, verdammt mich nochmal. Ja, die sind auch schwer zu finden, die Dinger. Ich habe leider nicht allzu viel Ahnung. Hi Abby. Ich liebe so Zeugs, ernsthaft, da bin ich echt super Ackermann. Die Luft ist der ganze Sommer so durchzogen von Honig und Nektar. Mir ist schon fast schwindlig. Alles klar, Wichter. Ah, wir sind immer noch bei 2 Herzer. Okay, Jody ist noch hier.
Erstmal hier schön die Mülltonne flattern wieder, wie sich das gehört von guter Ackermann. Haley geht jetzt mittlerweile runter zum Strand und ist du over links dann, glaube ich, zu finden. Okay, dann. Ah ja, die könnte man später auch noch gut gebrauchen. Die Regenbogenmuschel. Da habe ich ja auch schon. Das gibt auf jeden Fall auch gutes Geld, wenn man hier Koralle pflücke geht. Die bringen schon auch ordentlich Geld. Leider nur Annie. Okay, dann gehen wir vielleicht einfach mal so ein bisschen angeln. Weil irgendwie müssen wir ja an Kohle dran kommen. Irgendwie brauche ich ja auch mal Geld. Seetang? Ja, dann sollten wir auch aufheben. Seetang bringt später nämlich auch für Daily Quests auch ein bisschen was. Das heißt, wenn man beim Pierre wieder was aushängt oder so, sollte man möglicherweise auch Seetang parat haben. So, Endsummer Ozeanfisch, den wir hier rausziehen. Ist es ein Evergreen oder wird es ein spezielles sei? Es ist ein Rotbarbe. Neuer Erfolg. Fischer. Hoho. Sehr schön. Braucht man die Rotbarbe hier für unser Aquarium? Wenn, dann fällt es ja wohl unter Ozeanfische. Riffbarsch, Thunfisch, Buntbarsch. Nö. Das sieht ja auch lustig aus. Okay. Den können wir auf jeden Fall abgeben in unserer Truhe. Und ich stehe doch glatt, Sache. Wir gehen wirklich nochmal auf die große Sammeltour. Und sollten südlich von unserem Gebiet bei Manis Ranch hier nochmal ein bisschen sammeln gehen. Damit wir für die gute Yumino noch was haben. Okay. Schicki Sach. Alles klar, weil Edelwicke und so, das ist jetzt Zeug, was im Frühling halt zu sammeln ist. Und da sollten wir definitiv noch auf große Erkundungstour gehen. Eine Gewürzbeere haben wir hier außerdem auch noch. Möglicherweise finden wir ja noch ein bisschen mehr. Beim Reisewagen kann man hin und wieder einmal vorbeigucken, wenn man denn die Kohle dazu hat. Der erscheint ja dann immer hier und bietet noch was an. Da drüber kommen wir, glaube ich, noch nicht durch. Da brauchen wir dann wirklich die Stahlaxt dafür. Das heißt, 5 Eisenbarre bräuchten wir auf jeden Fall. Und 5000 Gold oder was? Dass wir da auch durchkommen. Aber 5000 Gold rückt erstmal in weite Ferne. Was wir erstmal brauchen, ist die Sommersaat. Also wir brauchen noch Mais auf jeden Fall, damit wir Qualitätsmais abbauen können. Der Mais begleitet uns dann auch wirklich bis zum Herbst durch, weil der wächst im Mais, der wächst im Mais, genau. Der wächst im, der wächst im Sommer und im Herbst. Gute alte Kappe und Südwester. Hey, Hohstups, hast du Münze gebraucht? Gut, ich verkaufe eine Hüte. Okay, sehr schön. Das ist ja super schön für dich. Aber ich glaube, hier sind wir noch nicht so wirklich fündig, was so sammelbares Zeug angeht. Dann sollten wir möglicherweise auch nochmal Richtung Bergsee losgehen. Da findet man nämlich auch noch so Sammelware. Hier leider nichts. Nee, das ist etwas schade. Okay, dann gehen wir Richtung Bergsee. Und da können wir vielleicht auch noch ein bisschen was sammeln und ein bisschen was angeln. Okay, dokeli. Also gerade neue bei Gewitter sollten wir möglicherweise auch mal angeln gehen. Da wo dieser Holz... Strunke jetzt da wächst, da sollten wir auch nochmal angeln gehen. Weil da in dem Gebiet hinetra gibt es das sogenannte Waldspringer. Das ist dann auch nochmal so ein Spezialfisch, den man braucht. Ja, um zum Clint zu gehen, reicht es jetzt auch nicht mehr. Also unser Spitzhacke sollten wir uns danach vielleicht morgen abholen. So, dann gehen wir jetzt erstmal dorthin. Bringen unser Material hier in Sicherheit. Da bringen wir unser Seetang in Sicherheit. Und das kann Dorei und das ist sowas Spezielles. Das packen wir erstmal in diese neue Truhe ein. Ja, hier Ove ist leider nix. Dann ist dann auch noch die Brombeerzeit recht bald, so wie es im Frühling die Lachsbeerezeit war. Ist im Sommer dann die Brombeerzeit. Irgendwann, demnächst, bin ich mal Sache. Ich habe auch wieder so Mitte vom Sommer. So, Demetrius lungert jetzt hier rum. Und hier haben wir leider auch nichts mehr zum Eissammler. Ah, doch, eine Edelwicke. Tatsächlich.
Sehr schön. Dann sollten wir das auch nochmal abliefern. Bam, 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 bam. Dürfte dann hier, glaube ich, sein, ne? Im Handwerksraum. Bündel sammeln, Exoten. Ah ja, da brauche ich dann Kiefernteer. Okay, das sollte ich mal auch noch merken, dass ich mal Handwerksprodukte auch noch oder meine Sammelprodukte da noch hinbringen sollte. Ja, genau. Gewürzbeere und die Edelwicke und Weintraube. Die können wir aber auch abpflanzen, Weintraube. Können wir dann später, wenn wir auch so Fässer hin zur Produktion von Getränke. Sollten wir dann auch Weintraube auf jeden Fall parat haben. Weil die gute Dinger, da können wir dann weit rausmachen. Wer hätte es gedacht, ne? Okay, dann sammeln wir mal hier. Ah, sehr schön, Weintraube. Da haben wir nämlich auch unsere Sommersammel-Edition vorbei. Aber ist nix. Okay. Dann gehen wir noch einfach noch hier eine Runde angeln. Aber erstmal will ich noch hier den Rundgang machen, ob wir möglicherweise noch was finden, was wir dann noch doppelt hätten und verkaufen könnten. Nö. Okay, dann hat es zumindest mal gereicht, um unser Yumino-Sammelquest zu erledigen. Das finde ich schon mal nicht schlecht. So, gucken wir doch einfach mal, was wir hier für einen Fang des Tages hin hier am Bergsee im Sommer. Also bei Sommer und Regen sollte man möglicherweise auch nochmal diese ganzen Gebiete abgrasen. Okay, durchweichte Zeitung. Mhm, eine Grünalge. Das ist ja alles schön und gut, aber ich hätte eigentlich ganz gerne einen Fisch. So ein Spezialfisch wäre nicht schlecht. Weil derzeit brauche ich Geld. Und wenn ich wirklich mich über Wasser halten muss, dann muss ich dummerweise einmal angeln gehen, ne? Ist halt so. Sammeln und angeln. Das sind dann die zwei Sachen, wenn die Hofarbeit etwas stockt, beziehungsweise gerade im Aufbau ist. Dann müssen wir uns mit sowas hier behelfen. Huch. Ja, der hält ja ziemlich still. Da war ich derjenige, der gezappelt hat und nicht der Fisch. So. Was haben wir dann hier Tolles? Einen Karpfen. Den können wir auch gleich so die Yumino bringen. Heidewitzka. Ah, da haben wir halt ja gar kein Glück. Alles geht an die Waldgeister. Tja. Die Tribute von Yumino. So sieht's halt aus. Oder die Tribute von Pelikan. Naja. Klingt beides nicht besonders episch, oder? Okay. Könnte auch ein Name sein, wie die Episode hieß. Die Tribute von Yumino. Das klingt wenigstens etwas exotisch. Tribute von Pelikan klingt irgendwie wie ein ziemlich räudiger Naturfilm. Na, komm schon. So, Dilla. Hab ich dich. Na, wieder mal der Kaulbarsch. So, bis 20 Uhr oder was, sollte man vielleicht noch mal angeln und dann spätestens 20.30 Uhr dann wieder abwärts Richtung Heim. Und, komm schon. Ja, wir brauchen halt unser Spitzhacker auch wieder, um das Stell zu brechen, weil wir brauchen ja einen Steinweg noch für die ganze Dinger. Und noch ein Kaulbarsch, okay. Immer kurz der Richtungswechsel. Schmeißen wir mal die Angel weit raus. Und gucken mal, was wir hier möglicherweise noch finden. Also einmal hätte ich schon mal ganz gerne noch was gefangen, weil ich brauche einfach die Kohle. Es klingt etwas erbärmlich, aber ich brauche die Kohle wirklich dringend jetzt. Damit ich mir noch neue Sommersaat kaufen kann. Und unser Pepperoni-Beet muss ja auch erstmal wieder auf Vordermann gebracht werden. Das heißt, das wird das nächste sein, wofür Geld drauf geht. Dass mein Pepperoni-Beet ganz gemacht wird. Komm schon! Ackermann, hopf, find noch einen Fisch. Dann haben wir bis Ende 20 Uhr noch geschafft. Perfekt. Dann haben wir nämlich bis Ende 20 Uhr noch geschafft. Karpfer sind meistens die etwas faulere Fische. Wir holen uns da, was in dem Schatz hier drin ist. Alles, was irgendwie Schatzart deutet, können wir gut gebrauchen, ja? Der Fisch ist ziemlich faul, muss ich sagen. Und es ist natürlich wieder ein Karpfen. Okay, Erdkristall und 4 Kupfer ist nicht verkehrt. Karpfen ist ja sowieso mein Dorffisch, könnte man sagen. Bei uns im Dorf wird ja das Karpfenfest gefeiert. Ich glaube, das habe ich mal im Frühling beim Eierfest gesagt, wo ich gemeint habe, da darf ich mich eigentlich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, was merkwürdige Dorffeste angeht, weil bei uns im Dorf halt das Karpfenfest gefeiert wird. Ach ja, aber es wächst doch allmählich, ne? So allmählich kriegen wir auch hier die Gemeinschaftszentrum Quests erledigt. Ja, genau, hier war ich schon richtig.
Teichfische. Brauchen wir hier so einer. Dann können wir uns möglicherweise von morgen schon mal das rechtliche Pepperoni-Saat holen. Dann war hier noch Sammeln Sommer. Das haben wir beendet. Vielleicht kriegen wir doch auch eine schöne Belohnung. Bündel completed. Und wir kriegen, jawohl, Sommersaat. Dann können wir nämlich die ganzen Dinger abbauen. Und wir kriegen anscheinend noch was Neues. Genau, das schwarze Brett müsste es sein, oder? Nee. Ja, doch, tatsächlich. Ja, das schwarze Brett ist jetzt auch mit dabei. Da können wir auch noch lustige Sachen erfüllen. Sommersaat, Sommersaat. Ja, dann bietet es sich doch tatsächlich an, dass ich von morgen schon mal vorbereite. Quatsch, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier mal. Damit ihr sehen könnt, hier gibt es dann für Koch, gibt es da Ahornsirup, Trüffel, das kriegen wir erstmal mal Schweine hin. Strauße fahren, den finden wir in einem geheimen Wald. Das heißt, wir müssten demnächst einmal die Spitzhacke ein bisschen machen. Spiegelei, Mohn, da können wir auf jeden Fall was kaufen. Und Maki-Rolle, braucht man einen Fisch dafür. Da hebe ich mal vielleicht auch den Kaulbarsch auf. Dann gibt es noch Futter, Heu haben wir auf jeden Fall, das können wir machen. Weizen können wir abbauen. Appel, bräuchte man Appelbaum dafür, oder wenn die Fledermäuse bei uns in der Höhle was hinterlassen. Eicheharz, Wein, Hasepfote und Granatapfel. Das kriegen wir erst, wenn unser Hühnerstall ganz weit oben ist. Dann können wir uns Hase holen und die hinterlassen das hin und wieder mal. Woi und Eicheharz. Brauchen wir den violette Pilz, Nautilusmuschel. Ein Kaulbarsch, ja perfekt. Hämmer doch. Gut, und gefrorene Geode. Finden wir in der Mine ab jetzt, ach. Den kriegen wir erst im Frühling vom Jahr 2. Das können wir im Sommer und im Herbst machen. Finden wir manchmal an geheimen Strand. Finden wir eine Mine. Finden wir bei Enter bei dem nächsten Upgrade. Ja, auf jeden Fall haben wir hier wieder ordentlich Zeug, was wir machen müssen. Für die Maki-Rolle brauchen wir auf jeden Fall einen Fisch. Aber ich glaube, in nächster Zeit werden wir eh noch ein bisschen häufiger Fische gehen, bis unser Erntemol endlich eingebracht werden kann. Ja, hat sich dann doch mal tatsächlich gelohnt, hier hinzugehen mit so einem Kaulbarsch in der Tasche. Es ist halt wieder ein bisschen weniger Einnahme, die wir jetzt haben, aber Gewitter erleidet, so ist es halt. Es ist etwas schade drum, aber so ist es halt. Zumindest haben wir die Quests vom Gemeindezentrum erledigt, damit wir durch die ganze Summe uns dann auch der Einnahme widmen können. So, ja, der Käse muss doch rein. Packen wir das mal rein. Warten wir erstmal ab, wie sieht es denn hier aus? Ja, genau, da können wir da noch einer machen. Ja, 5 sollte ich in petto haben. Und, nee. Ich habe nur 2 Kohle, die brauche ich noch für die... Brauche ich dann noch für die Wege, die ich noch herstelle. So, okay, von Meuer ist Gewitter gemeldet. Dann gehen wir mal ratzen. Ach, gut. Ja, Angeln Stufe 2. Jetzt können wir auch aus Käferfleisch dann Köder herstellen. Ist das schon mal nicht verkehrt? Ja, ein bisschen Geld kommt zustande. Wir holen auf jeden Fall Peperoni-Saat dafür. Alles klar. Letzte Nacht hat es ein Erdbeben gegeben. Ach Gott. Jetzt ist nämlich auch noch ein Weg frei, Woche. Wie sieht es neuer aus? Königin der Soßen Wiederholung. Das ist wieder das Omelette. Okay, das kennen wir schon. Wetterbericht von Meuer wird wunderschön und sonnig. Und der Wahrsager sagt neutrale Geister. Okay, Gieße müssen wir auf jeden Fall mal nett. Das ist so peinlich, Ackermann. Ich habe mein violette Glücksschorz verloren. Ich sag dir das, weil ich da vertrauen kann. Wenn sie findest, bring sie mal unauffällig zurück. Ich zahle auch gut. Dankeschön. Bäumester Louis. Ajo. Ich weiß ja, wo ich das Ding finde. Da muss ich mich mit Mani erstmal gut stellen. Weil, ne? Ist in ihrem Zimmer der alte Schürzejäger. Ach Gott. So, da können wir auch zumachen, dass die arme Hinkle nicht hier gehen. Haha, wir haben weiße Hinkle. Und wir haben ein Ei. Und wir haben noch ein Ei. Und dann können wir hier auch erstmal. Nach, dass ich auch immer die Gutruhen dort, deswegen Art Dätschel. So, da können wir das nämlich alles auch noch hier bringen. So, da sind 2 weiße Hinkle sogar. Wer hätte es mal gedacht? Ich will. Gehen wir fort, Gutruhen. Ich will hier Heu einfach nur. Ach Gott. Haut doch nicht drauf. Ich will einfach nur Heu sammeln. Naja, schade. Mehr kann ich wohl nicht holen. Okay, Eier.
Moment, habe ich die Mayonnaise-Maschine nicht irgendwo noch? Genau, Holz, Stähl, Erdkristall und Kupferbarrer. So, Holz, Stähl, Erdkristall und ein Kupferbarren. Dann kann ich jetzt nämlich hier die lustige Mayonnaise-Maschine bauen. Kann das Zeug wieder reinschmatzen. Und kann Madoneva dann nämlich hier noch eine Mayonnaise-Maschine bauen. Enz kommt hier rein. Enz heben wir einfach mal auf. Handwerksware, beziehungsweise hier sowas. Packen wir mal hier rein. Ei kann man immer mal wieder gebrauchen. Und wir gehen mal dort hier. Ne, ich glaube, ich muss die sowieso bei der Yumino noch abliefern. Hier haben wir eine Lachsbeere, Gewürzbeere, Leiterke-Zeug, was ich gut gebrauchen kann für irgendwas. Aber es ist eine goldene Gewürzbeere. Insofern nicht schlecht. Das Ei opfern wir dann der Waldgeisterin. Quatsch, das habe ich ja extra durchgelegt, ich Äumel. So, das geht hier rein. Und wir gehen jetzt erstmal in die Stadt. Und gehen beim alten Clint, wenn er um 9 Uhr aufhört, gehen wir auf jeden Fall unser Kupferaxt noch abholen. Unser Kupferspitzhacker. Und in der Zeit, bis der Hansel aufhört, können wir genauso gut hier hochgehen. Alter Falter, wie das laggt. Leider habe ich auch noch keinen Blitzableiter. Damit können wir dann nämlich Batterie erzeugen. Das funktioniert halt nur bei sowas hier, bei so einem Wetter. Okay, Handwerksware. Müssen wir, glaube ich, da hoch in die Speisekammer. Handwerker. Nee, das war nicht da. Das war dann bei Bündeltier, genau. Ah, da brauche ich ein großes Ei. Dafür müssen die Tiere besonders gut bei Laune sein. Und viele Herze haben, dass sie große Eier produzieren. Okay, dann kann ich das ja dann, wenn ich wieder zurück bin auf dem Feld, kann ich das durch hier schmeißen. Aber jetzt geht's erstmal zum Clint. Der hat ja auch demnächst auf. Dann passt es ganz gut. Was ist dann beim Pierre? Die heutige Söldnerarbeit. Schleimjäger, Frostgelees. Ah, da müsste ich aktuell in die Mine reingehen. Aber es ist schon saumäßig viel Kohle. Das können wir uns eigentlich nicht erlauben, das Netart zu nehmen. Heute ist auch noch Ruhetag. So ein Mist. Also heute mal nicht wirklich viel Glück. Aber ja, da müssen wir tatsächlich in die Mine gehen. Bei so viel Geld kann ich mir es nicht erlauben, das Netart zu nehmen. Ah. Weil mittlerweile müssen wir wirklich spare und nehmen, was möglich ist. So, dann gehen wir nochmal zum Clint. Dort dürfte jetzt die Spitzhacke wieder dabei sein bei uns. Damit wir mit dem wieder vereint sind. Ho, Kupferspitzhacke. Perfekt, dankeschön. Okay, du kommst dort hier. Du. Und gut so. Gut, da können wir jetzt nämlich auch die große Stähe weghauen und brechen. Aber ich brauche die Stahlspitzhacke, um in der Mine das Ding daneben fortzukriegen. Allerhopf, dann sind wir heute nur halt als Schleimjäger unterwegs. Ach Gott. Die Jagd auf Frostgelees. Das klingt ja schon irgendwie pervers, wenn man das so... Ach, also irgendwie klingt das schon ekelhaft. So, Dalla. Dann ab mit uns in die Mine. Weintraube. Sehr schön, das können wir sammeln und können es auch aufbewahren für der... Wie ist der Claire? Vincent hieß der, glaube ich. Der gute Winnie. Der mag das nämlich. Der liebt das Zeug wie bekloppt. So, sehr schön. Hin und wieder ist ach mal, droppt ach mal hier was Gutes bei denne Dinger. Deswegen sollte man auch diese Kristallformationen mal niederschlachen. Weil ach, da findet sich manchmal was Gutes. So, das brauchen wir auch noch für die Yumino-Sammlung. Die Fledermausflügel. Okay, in dem Fall haben wir leider nichts wirklich Sinnvolles hier. Schade. Aber Eisenerz haben wir. So, immer hier in der Nähe von der Treppe. Na, jetzt müssen wir halt zuerst die Treppe finden. Das kann halt schon unglaublich viel Energie verschleudern. Bis wir dann überhaupt erst weiter runterkommen. So, komm schon. Eisenerz hätte ich schon ganz gern. Und Stähbrecher kann an sich auch nicht verkehrt sein, weil Stäh werden wir demnächst auch wieder gut brauchen können. So, vielleicht erscheint jo ein Trepp, wenn ich mich um die Fledermäuse hier kümmere. Ja, komm schon her, du Mistvieh. Komm her! Na also, so wird's doch gemacht. Ja, diese Kohlegeisterlein, die sind auch ganz lustig.
die hinterlassen hin und wieder einmal Cola. Kann auf jeden Fall auch nicht schade. Ah, eine gefrorene Träne. Das braucht man doch, glaube ich, auch für irgendeine Sammlung. So, du ekelhaftes, garstiges Frostgelee. Du Sausack. Komm her, du ekliger Schleimputzer. Sadala. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus, weil solche Jagdquests, die kann ich mir nur sehr schwer entgehen lassen, weil die bringen meistens wirklich gutes, gutes Geld. So, okay. Sparen wir es mal auf und gehen wir weiter runter. Und Quarz nehmen wir doch auch immer wieder liebend gern. So, da hacke ich mich jetzt dort durch. Ja, und auch bei deiner Truhe darf man definitiv nicht mehr Sache, weil auch die immer irgendwelche gute Sache parat haben könnten. Pff, schade, dass ich da jetzt die Flattermaus getroffen habe. Komm schon her, du. Komm her, du. Und jawohl, Aquamarin, das ist doch auch sehr gut. Ein Holz haben wir immer auch noch gefunden. Der solide Korb hält ganz schön was aus. Von Knüppel relativ leicht. 25 bis 24 plus 2 Geschwindigkeit. Warte mal. 8 bis 15 und Verteidigung. Nehmen wir doch tatsächlich das Ding. Plus 3 Gewicht. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, du. Ja, genau. Du Hämmer. Ja, es geht eigentlich. Ich habe gedacht, das Ding ist schwerfälliger. Okay. Dann können wir es ja erstmal mit dem Holzhammer probieren. Wie das ausschaut. Okay. Ah, da können wir dann so einen Wuchtschlag. Okay, das dauert aber relativ lang. Ja, aber so ein Wuchtschlag, der macht schon was aus. Gefrorene Geode haben wir auch noch. Das ist doch super, das ist doch super. Aller Hopf, da haben wir auch schon hier das nötige Fach runter. Wir müssen hier, ups, wir müssen hier Schleimejager. Wie viel haben wir dann? Nee. Natürlich erst 2. Okay, also das Ding ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, muss ich sagen. Oh, geil, das können wir für den Wintersammler gebrauchen. Ja, da schmeißen wir jetzt das Harz weg. Die Kristallfrucht braucht man nämlich für den Winter zum Sammeln. Gucken wir doch erstmal, was wir hier noch finden. Ah, das sind wieder die Kohlegeister. Und da drüber tanzt da noch so Frostgelee rum. Gut, die haben auch ein bisschen Kohle hinterlassen für uns. Ja, da sehe ich auch noch Frostgelee. Das läuft doch allmählich, ne? Upsala. So, komm schon her. Du garstiges Gelee. Ah, das ist auch noch so Zeug, was wir gut gebrauchen können. Das müssen wir langsam aussortieren. Ja komm, schmeiß mal den Schleim fort. Weil die Winterwurzel brauchen wir auch für den Winter zum Sammeln. Und ohne war auch noch so ein Frostgelee. Dann brauchen wir nur noch 2 von euch. So, da komm her, du. Komm her, du. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Okay, es kann sein, dass wir die Weintraube essen müssen, dass wir hier lebend rauskommen aus dem Ganzen, weil in der Mine verrecke ist nicht gerade so schön. So. Boah, Alter. Das hält aber ganz schön was aus hier. Halte mal eine Gaula. Ja, noch einer. Noch ein Gelee. Dann war's das. Da ist es. Das ist sozusagen hier Gelee Royal. Dann komm her, du. Gut. Jetzt haben wir das erledigt. Aber wie gesagt, wenn man kämpfen kann, dann sollte man auch kämpfen hier im Spiel. Sollte man alles auf die leichte Schulter nehmen. Weil von der Abenteurer-Gilde kriegt man ja auch mal diese Monster-Kill-Aufträge. Okay, aber ich glaube, das war es jetzt erstmal für mich. Holzhammer behalte ich. Der ist besser. Der ist besser als mein Schwert. Da kann ich nämlich gleich mal bei Schwertverkäfe gehen. Kann nicht schade. Siedele. Servus. Ich will mein Silbersäbel verkaufen, weil das Ding ist zwar ein bisschen schwächer, aber von der Kampfstufe her lässt sich auch ein bisschen billiger verkaufen, aber so what? Es macht einen guten Schaden, das Ding. Und statt Abwehr macht er halt so einen sehr wuchtigen Schlag mit dem Teil. Aber trotzdem, es ist nicht zu verachten. Ich glaube, dann behalte ich wirklich vorerst mal als Waffe, bis ich was Besseres finde. Nicht verkehrt. Okay, dokeli. Dann gehen wir noch unser Zeug bei der Yumino abliefern. Dann gehen wir noch zusätzlich zum Bäuermeester. Und dann läuft die Geschichte, ne? Dann läuft die Geschichte wie noch was. So, versammeln Winter brauche ich das.
Ups. Ja, genau, da brauche ich ja diese Kristallfrucht. Ich brauche die Winterwurzel. Der Krokus finden wir dann erst im Winter. Und die Schneesüßkartoffel finden wir entweder auch in so Eisebene von der Mine. Oder wenn man dann gräbt bei solchen Artefaktplätzen im Winter. So. Das war das. Sammeln Winter. Hier war ja die Höhle Karotte, die Hämmer schon. Ich weiß, dass man die gefrorene Geode und die gefrorene Träne für irgendwas noch brauchen. Tja, da brauchen wir sonst nichts mehr. Wildpflaume, gewöhnlicher Pilz, Haselnuss und Brombeere. Das kommt dann noch im Sommer, glaube ich, die Brombeerzeit. Gerade nochmal Lucky Lucky machen, ob wir hier noch was brauchen. Ach Gott, schlacht er jedes Mal drauf wie ein Ochs hier, der Typ. Ja, die Melone wollen wir jetzt machen. Der Mais, der muss noch kommen. Bündelt hier, ja, da haben wir noch nichts wirklich abzuliefern. Die kann ich auch im Gunter geben. Perfekt. So, irgendwo waren auf jeden Fall Aquamarin, gefrorene Träne und gefrorene Geode gefragt. Ich glaube, hier war noch was bei Färbemittel. Genau, da brauchen wir der Aquamarin Dode für. Perfekt. Ansonsten Geode und Träne. Oder Quarz. Nee, brauchen wir alles hier nicht. Nö, da muss ich... Ah ja, da war was. Gefrorene Geode. Und die gefrorene Träne war, glaube ich, beim Schmiedebündel ohne hier. Nicht beim Schmied, sondern beim Erkunder. Da wisst ihr, Double Wies Käse hat hier. Abenteurer. Ah, da können wir hier sogar schon mal. Perfekt. Solaressenz oder eine Schattenessenz. Da kommen wir auch sehr bald dazu, die Dinger zu holen. Und hier war die gefrorene Träne. Feuerquarz finden wir erst ohne in der Feuerebene von der Mine. Okay, da haben wir heute auf jeden Fall schon mal gut was gemacht. Der Rest geht doch hier. Da haben wir zumindest schon mal für heute, ja, 3 Eisenbarren können wir noch herstellen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall die Eisenbarren, um unsere Axt schon mal demnächst abzugraden. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann schauen wir mal. Okay. Ah, nee, Quatsch. Ich wollte jetzt einen Bäuermeister noch. So. Ich mache mal die Sensor. Die macht halt jedes Mal so unglaublich viel Trara wie der Holzhammer, wenn ich den schwing. Alab. Ich finde es auch gut, dass ich durch den Holzhammer Geschwindigkeits-Ei-Buße habe. Okay, der Bäuermeister ist noch nicht doof. Vielleicht ist er hier in seinem Heisel. Jawohl, da ist er. Servus. Ah, Agamann, du hast uns bei unserem Schleimproblem geholfen. Dankeschön. Ich hoffe, es war nicht so viel Arbeit für dich. Die Schleime kennen in Gruppe ziemlich gefährlich sein. Soll ja dank deiner Bemühungen jetzt ein bisschen einfacher sein, auf Erkundungstour zu gehen. Viel Spaß mit deiner Belohnung. Allerhopf, die holen wir uns dann natürlich. 510, das ist schon nett verkehrt. So, da. 1000 haben wir genau. Das heißt, dann können wir beim morgigen Tag definitiv noch ein bisschen Saatei kaufen. Ach ja, ach ja. Gut, aber für heute reicht mir die Tagesportion von 3 Episoden. Die letzte 2 Episoden und die heute, die habe ich dann noch aufgenommen. Aber ich glaube, der Rest, den machen wir dann, oder beziehungsweise mehr Episoden nehme ich dann erst wieder auf, wenn ich zeitlich wieder dazu komme. Aber keine Angst, ihr liebe Leute, es kommt auf jeden Fall immer wieder dazu, dass ich veröffentliche. Du bist da keine Angst haben. So, Höhle-Karotte machen wir auf jeden Fall, weil ich weiß, du brauche ich später noch für Quest welche. Quarz machen wir mal hier rein, genauso wie Stähe und Fledermausflickel. Die haben wir jetzt schon abgegeben. Die bleiben mal, das kommt Mäuer dann woher. Die Mayo, die quetschen wir mal hier rein zum Verabgabe. So, da können wir jetzt auch noch lustig Stähbrecher. So, der Geode war auch noch dabei. Kiefernteer ist noch mit dabei. Das ist auch nicht schlecht. Brauchen wir auch später noch zum Bauer. Für ein paar Sachen. Okay, wie viel Kiefernteer haben wir dann? 2. Okay, ich lasse den mal drin für die Yuminor. Die Stäbe brauchen wir jetzt allerdings. Sodela. Dann wollte ich auch noch gucken, ob mir möglicherweise
hier noch Handwerkserzeugnis kriegt hin. Jawohl, Ahornsirup. Sirup, genau. Dann brauchen wir nämlich 2 Mulden Ahornsirup. So, perfekt. Dann machen wir doch hier glatt unser nächstes Feld. Da brauchen wir auf jeden Fall Städte für, damit wir Städtsauen machen können. So viel ist klar. Ja, das wird wahrscheinlich alles verschlingen. Das habe ich mir schon gedacht. Dann machen wir das so. Dann schließen wir das nämlich, glaube ich, direkt hier an. Oh, wie sieht denn das aus? Nee, das sieht ja nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Nee. Dann machen wir ein bisschen Abstand dazwischen. Dann können wir ja auch später vielleicht mal, wenn wir wieder über genug Stell verfügen, können wir da möglicherweise auch noch einen Weg dazwischen bauen. Hier passt es exakt. Das finde ich gut. Halte mal den Gaul an. Wie viel müssen das durch sein an der Seite? Irgendwo hat es noch Wupp gemacht. Jawohl, das war hier. So, das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das passt doch perfekt. Das ist doch wie abgezählt, oder? Das ist doch echt wie abgezählt. Allerhopp. Da sind es dann in die Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Oder? Ja, da einfach. Das heißt, wir müssen bis dort hier gehen. Gut. Perfekt. Ah, da ist noch einer. So ein kleiner Gewitterputze. Dann holen wir gleich mal raus. Und dann kümmern wir uns auch dort drum. Aber die Bettzeit ruft, ach. Das heißt, ändern wir mal vielleicht noch, dass wir die Kante hier einfach hin. So. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder, wenn ihr wollt, ihr liebe Leute, zur Let's Play Stardew Valley. Uff. Pelzig. Aber das kommt erstmal noch durch rein. Ich brauche nämlich die Einnahme ganz dringend. So, also machen's gut, ihr liebe Leute, und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Und nur weil jetzt auch erstmal die letzte Episode gemacht wird, mache ich's auch so, dass ich jetzt noch den Tag mitnehme, damit ich hier einfach sauber cutten kann, damit hier gespeichert wird. So, mit Kampfstufe 3 haben wir auch noch 5 Lebenspunkte zusätzlich gekriegt und haben gelernt, wie wir die Wurzelplatte herstellen können. Und die Hofarbeit inklusive Sammeln, naja, das, was wir halt so noch gefunden haben, Weintraube zählen halt als Hofarbeit, genauso wie die Mayo. Sind wir schon mal schon bei ein bisschen Geld. Aber wie gesagt, wir sehen uns übermorgen wieder, wenn ihr wollt. Also machen's gut und bis übermorgen wieder zu einer neuen Episode Let's Play Stardew Valley. Euer Yankee.